Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Ich starte dieses Video mit dem Handy, aber für alle, die das nicht so geil finden, der Rest wird dann mit Kamera weitergehen. Ich habe nur meinen Akku immer noch nicht geladen und es muss jetzt ein bisschen schnell gehen. Heute ist Montag und ich war beim Netto, habe ein paar Teile gekauft für unser heutiges Abendessen, für Mirko für die Arbeit und zwei, drei Teile, die irgendwie mir so in den Weg gefallen sind. Hört sich komisch an. Und ich habe gedacht, ich zeige euch die Sachen einfach trotzdem mal. Und wir machen das jetzt einfach eben so. Wobei ich überlegt habe, ob ich jetzt vielleicht das Handy irgendwo drauf stelle. Oh, geil. Vielleicht genau diese Ansicht von mir nicht. Wartet, finde ich vielleicht irgendwas Cooles? Ah, ich glaube nicht, ey. Ich könnte so ein bisschen runtergehen. Das wäre auch verrückt, oder? Weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit das Handy festzuhalten. Bin ich ganz ehrlich. Wow. Oh. So. Jetzt mal was beiseite schieben. Es ist ein bisschen verrückt, aber ich dachte, mal was anderes, oder? Ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe bei Netto. Und zwar habe ich zwei Pakete Liegen-Urkorn Vital und Fit und Vital Vitaminbrot gekauft. War reduziert, hat glaube ich trotzdem 1,70 gekostet oder so. Habe ich zwei Packungen mitgebracht, weil ich dachte, dann kommen wir durch die ganze Woche. Bisschen Abwechslung will Mirko gerne haben und nicht immer nur das Brot vom Bäcker haben, weil ja, er überfrisst sich sozusagen immer an irgendwelchen Sachen. Und dann muss er irgendwann nochmal wieder was anderes. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann gibt es diese Woche auf jeden Fall dieses Brot. Das ist das. Dann habe ich mitgenommen einmal Lauchzwiebeln. Ihr werdet gleich noch ein paar mehr Zutaten sehen. Ich möchte nämlich gerne Bulgur machen. Für morgen Mittag, für die Arbeit. Hat mich mein Kollege drauf gebracht, habe ich richtig Bock drauf. Und deswegen habe ich hier unter anderem die Lauchzwiebel mitgenommen. Dann habe ich eine Gurke mitgenommen. Ich bin sehr gespannt, wie die schmeckt, weil in letzter Zeit schmecken die Gurken alle ein bisschen schlecht, finde ich. Mein Bubi sitzt hier übrigens im Hintergrund. Der hat gerade einen Donut gegessen. Ich habe nämlich zwei Donuts mitgenommen, diese mit diesem hellen Schokoladenüberzug. Ich mache mal kurz hier unten. Ich habe meinen schon aufgegessen und er jetzt seinen auch gerade. Genau, dann habe ich zwei Paprika mitgenommen. Relativ groß sind die. Möchte ich zum Snacken für ihn und für uns haben. Und für auch für den Bulgur. Genau. Das ist das. Weiß ja nicht, wo du den hingepackt hast, mein Schatz. Ich glaube, den hast du da vorne hingepackt. Musst du mal da vorne gucken gehen. Genau. Vielleicht da vorne beim Badezimmer. Dann habe ich eine Kiwi mitgenommen, weil Mirko dann mal wieder eine Kiwi mitnehmen kann zur Arbeit. Morgen. Ich habe mir gerade eigentlich, wollte auch noch Süßigkeiten kaufen, damit er so Schokoriegel mitnehmen kann, aber das habe ich vergessen. Muss ich vielleicht mal den Süßigkeiten-Schrank gleich aufräumen. Wollen wir gleich den Süßigkeiten-Schrank aufräumen? Ja? Gleich, wenn Mama fertig ist. Wenn Mama fertig ist, mein Schatz. Du kannst dich noch wieder hinsetzen. Kannst dich erst hinsetzen oder kannst den schneller weitersuchen. Vielleicht im Zimmer oder im Badezimmer. Du warst ja auch bei mir im Badezimmer. Kannst ja mal gucken gehen. Pudding. Ein Pudding? Aber nicht von diesen. Wir haben noch andere im Kühlschrank. Gebe ich dir gleich. Aber du hast auch gerade einen Donut gegessen. Also, aha, hast den schneller doch gefunden. Okay. Na gut. Willst du dich hinsetzen? Mama setzt sich auch hin. Okay, meine Knie halten das sich aus die ganze Zeit in dieser Position. Das wird ein sehr lustiges Video hier. Ich habe ein paar reduzierte Joghurts gekauft. Also, die waren im Angebot. Von Weinstefan einmal hier so ein Rahmjoghurt Erdbeere. Der ist für Mirko. Ich muss euch gleich doch wieder hochnehmen. Monsieur ist nämlich ein bisschen quirky Bärchen. Und ist jetzt wieder aufgestanden. Ach, guck mal, was ich hier gefunden habe. Hier, du kannst mal gucken, ob der Ball... ob wir den in der Stube reinpacken können beim Fußballspiel. Muss mal gucken, ich habe das oben drauf gestellt. Wir haben so einen Mini-Kicker und hier lag gerade noch so ein Ball. Naja, auf jeden Fall habe ich diesen Rahmjoghurt. Dann habe ich von Weinstefan einmal Mascarpone-Joghurt auf Himbeere. Sieht sehr lecker aus. Hört sich sehr cremig und fett und lecker an. Himbeere ist für mich. Und für Mirko habe ich Pfirsich-Maracuja mitgenommen. Nee, Pfirsich-Aprikose und einmal Erdbeere. Dann habe ich besagte Bulgur-Packung mitgenommen. Ich wusste nicht, ob ich noch welchen habe und ich habe gedacht, ich nehme den mal mit. Dann soll es heute Abend Lasagne geben. Und da habe ich einmal Gouda mitgenommen zum Überbacken.
Und eine Packung gemischtes Hackfleisch. Zwiebeln habe ich noch da. Dann brauchen wir immer eine Packung gehackte Tomaten. Ihr könnt auch einfach die normalen geschälten nehmen und klein machen. Oder ihr könnt auch frische nehmen, wenn ihr wollt. Aber ich nehme immer die. Und eine Packung passierte Tomaten. Genau. Das ist für die Bolo. Dann habe ich einmal hier so ein Dillkräuter Dressingpulver in günstig mitgenommen. Das hat irgendwie nur ein Drittel von dem vom Knorr gekostet. Und ich dachte, ich teste das einfach mal. Ich habe jetzt ja eine Gurke und wir machen unseren Gurkensalat immer so, also einfach nur Gurke klein machen und dann so ein Pulver, Dillkräuter in der Regel, in der Regel von Knorr, 3 Esslöffel Öl, 3 Esslöffel Wasser, glaube ich. Ist immer ganz lecker und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieses jetzt ist. Dann habe ich eine Packung Salami mitgenommen. Wenn ich morgen arbeiten gehe, dann wollte ich bei Lidl nochmal ran und unter anderem Mirkos Lackschinken kaufen, aber bis dahin kriegt er erstmal morgen Salami aufs Brot. Dann habe ich noch einmal Kokosnussmilch mitgenommen. Ich habe nämlich vor, diese Woche auch einmal wieder so ein Curry zu machen. Und dafür brauche ich Kokosmilch. Und als allerletztes habe ich hier Knoppers Goodies mitgenommen. Das sind so Bällchen von Knoppers. Und mein Männer mag ja Knoppers, deswegen habe ich gedacht, dann kann er die mal probieren. Vielleicht darf Matteo auch einen probieren. Guck mal, sehen die gut aus? Ja. Ja? Okay. Dann packen wir die gleich mal aus und dann kann Matteo gleich mal probieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im zweiten Teil des Videos wieder. Ihr Lieben, es geht weiter und es tut mir total leid, aber es wird auch das restliche Video hier mit dem Handy gefilmt, denn ich habe meinen Akku immer noch nicht geladen. Es ist Dienstag und ich hoffe, dass diese Ansicht, also irgendwie ist das ein bisschen schräg hier alles, ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist. Ist das jetzt gerade? Nicht wirklich, ne? Ich habe schon so eine kleine Konstruktion gerade gebaut. Ich weiß aber nicht, wie ich sie noch höher kriegen kann. Ich habe hier irgendwie nur so Sachen, die nicht so geil sind für Konstruktionsbau. Ich versuche es noch mal ein bisschen. Wenn ich vielleicht, oh mein Gott, wenn ich vielleicht das hier noch mache. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Hier ist eine Packung Cornflakes. Ist das so besser? Jetzt muss ich wieder dann hingehen. Ne? Hier ist eine Packung Cornflakes. Und da drauf ist eine Pillenpackung und da drauf ist eine Packung Weintrauben. Ja, wir lassen das jetzt einfach so. Ihr habt diese wunderbare Ansicht auf meine Arme und meine Brüste. Mit diesem Heiligenschein im Hintergrund. Ich finde, der passt sehr gut zu mir. Ich war gerade noch mal beim Lidl und habe ein paar Sachen eingekauft. Und die möchte ich euch ganz gerne zeigen. Aber zuerst, weil mich das selber gerade total stört, ziehe ich mein Jäckchen drüber. Das sieht ein bisschen schick aus. Das mag ich übrigens total gerne. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Das ist so ein Blazer. Soll ich ihn jetzt doch aufmachen oder kriegst du es hin? Oh, ich glaube schon. Ich sehe die Schokolade schon. Oder? Ich glaube, du stellst dich heute auch ein bisschen an, mein Schatz. Bitte. Dieses Kind hat so schlechte Laune, weil er natürlich wieder müde ist. Ich ihn aus dem Kindergarten abgeholt habe, er nicht geschlafen hat. Ich habe ihm jetzt einen Snackteller gemacht. Er hat Paprika und Weintraube, ein paar Smacks. Was hat er in einem anderen Ecken? Fruchtriegel und so eine Schokokugel. Bin sehr gespannt, was er davon alles isst. Also wir waren bei Lidl, also ich war bei Lidl und habe mal Sachen gekauft. Ich zeige euch die jetzt einfach mal. Ich habe hier einmal so ein, wie nennt man denn das? Zwetschge heißen die hier bei uns. Pflaume, glaube ich, ne? So eine hellere Pflaume. Da gab es auch dunklere, aber ich habe eine helle mitgenommen. Da möchte ich Matteo gerne heute Abend was von geben, dass er das mal probiert. Ich weiß gar nicht, ob er die hellen schon mal gegessen hat. Die dunklen hier von unserem Apfelhof, die hat er letztes Jahr gegessen. Die fand er ganz gut und wir probieren das mal. Dann habe ich einen Sack Möhren mitgenommen. Zum einen für die Kaninchen, zum anderen, weil ich die Tage gerne Möhren als Beilage zum Essen machen möchte und weil ich ja einen Curry machen möchte. Und ja, da kommen auch die Möhren mit rein. Nee, isst mal erstmal die anderen Sachen auf, mein Schatz. Erstmal den Dorf. Doch. Wenn du das andere aufgegessen hast, dann kannst du noch eine Schokolade haben. Spitzpaprika habe ich mitgenommen. Die kommt auch damit rein. Ich hatte ja gestern auch schon 2 Paprika gekauft, aber die eine ist fast leer. Also fast alle. Weil ich da... wie heißt denn das da? Für meinen Bulgursalat was gebraucht habe und weil Matteo auch voll viel davon gegessen hat. Den Bulgursalat an dieser Stelle kann ich euch noch mal zeigen. Ich habe hier meine Schüssel. Boah, es riecht so lecker.
Das sieht so aus. Ich hoffe, das fällt da nicht raus. Das ist noch über. Den Rest, also ungefähr so die Hälfte, habe ich heute Mittag gegessen. Und dann habe ich mir auch noch ein geiles Joghurt-Knoblauch-Dressing dazu gemacht und mitgenommen. Ich stinke immer noch nach Knoblauch. Es ist der Wahnsinn, wie geil das nach Knoblauch stinkt. Ich habe auf, ich glaube, 5 Esslöffel Joghurt ungefähr 2 Knoblauchzehen gemacht. Ups, das war aus Versehen ein bisschen viel, aber ja, war sehr lecker. Genau. Dann habe ich einmal Äpfel gekauft, 6 Stück, weil wir haben, glaube ich, nur noch einen da hinten drin. Dann der Hauptgrund, weswegen ich eigentlich zum Lidl gegangen bin, ist, dass ich zweimal Lackschicken gekauft habe. Und ich stelle gerade fest, dass ich immer hier oben zur Uhrzeit auf dem Handy, also zum, das Handy zeigt mir oben auf, wie lange man schon filmt. Und ich stelle fest, dass ich da immer mal hingucke. Aber ich muss ja beim Handy hier zu diesem Kameraloch da gucken. Also falls bisher das alles ein bisschen merkwürdig war und ich immer zur Seite geguckt habe, tut es mir leid. Das war nicht beabsichtigt, sondern einfach nur reine Dummheit. Zweimal Lackschinken für den Mann habe ich mitgenommen, weil er den vom Lidl ja besonders gerne mag. Dann habe ich hier Puten-Mini-Steaks mitgenommen. Die nehme ich für unser Curry. Das ist der Fleischanteil da drin. Dann zweimal Hähnchenbrust-Filet-Roulade. Und die sehen diesmal richtig lecker aus. Also, ja, doch, manchmal hat man da welche, wo man denkt, aber die sehen richtig, richtig lecker aus. Und ich freue mich richtig, diese Packung aufzumachen und das zu essen. Finde ich verrückt. Und dann habe ich noch eine so eine Wiener Packung mitgenommen. Da sind 6 Stück in jedem Paket drin. Finde ich sehr praktisch, dass es 2 Pakete sind, abgetrennt. Und ja, davon hätte ich Matteo eigentlich auch eins geben können. Ne? Also Matteo findet Würstchen nämlich total toll, deswegen. Ja. Wobei er die in der Regel beim Fleischer ganz besonders gut findet. Und ich glaube nicht, dass das was mit Fertig oder Fleischer oder so zu tun hat, sondern eher, ja mein Schatz, sondern eher damit, dass das vor Ort halt total cool ist. Ich werde nochmal eben. Hier übrigens diese Fruchtriegel. Und ja, er darf die essen. Und manchmal darf er so wie jetzt auch 2 essen. Guck mal, ich breche den auch nicht durch. Hier wäre gerade schon Tobsuchtsanfall, weil ich den anderen durchgebrochen hatte. Kaputt. Ja, der hat so einen kleinen Knick, ne? Aber das war Mama nicht. Das war schon. Ich war das. Du warst das? Oh. Na, dann kannst du den ja aufessen. Und hast du abgebissen? Ja. Ja. Naja. Ja, aber das kann man trotzdem essen, mein Schatz. Der hat so einen kleinen, so eine Eindellung gehabt. Genau, ich habe von Kania das Aivar mitgenommen. Ich weiß immer nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dieses, diese Paprikapaste, so heißt das, glaube ich, mit Aubergine. Das ist die milde Version. Es gibt auch noch eine scharfe Version, aber scharf kommt hier gar nicht ins Haus. Und ich habe neulich irgendwas damit gemacht und es war so lecker. Und deswegen ja, habe ich das jetzt einfach nochmal wieder mitgenommen, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, ach, sowas da haben ist irgendwie ganz nett. Genauso wie auch Remoulade. Ich habe niemals Remoulade im Haus, außer diese dänische Remoulade, die man so auf Hotdogs oder Burger drauf macht. Und ich habe die Remoulade gekauft, weil ich einen Thunfisch-Reissalat machen möchte. Ich weiß jetzt im Moment irgendwie gar nicht so genau, an welchem Tag, weil ich habe halt auch noch einen Rest von dem anderen. Und ja, irgendwie ist meine Speiseplanung für diese Woche ein bisschen durch den Tüdel. Aber da gehört eigentlich ein bisschen Remoulade rein. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich habe nie Remoulade da. Und ich habe gedacht, ich kaufe sie jetzt einfach mal. Die hält ja auch ewig. Ich weiß nicht, wie lange. 28.10. steht hier drauf. Keine Ahnung, wenn die angefangen ist, wie lange man die... Also, da wird mir irgendwas einfallen. Sondern muss ich mal irgendwie ein Gericht machen, wofür man die benutzen kann. Und ja, oder sonst meinem Papa schenken. Weil mein Papa isst sie zum Grillen halt auch immer dazu. Nur wir eigentlich. Aber ich wollte die jetzt mal da haben. So, dann habe ich ein bisschen Joghurt gekauft. Und zwar Blutorange Ananas. Da steht auch drauf Zitruskick und eine Aprikose. Die waren im Angebot 39 Cent, glaube ich. Und die sind für Mirko. Alles in Abwechslung. Jetzt kannst du erstmal wieder Paprika essen, mein Schatz. Dann gab es Fruchtzwerge im Angebot. 1,49, glaube ich. Und ich glaube 1,29 sogar mit der App. Aber... ich habe die immer mal auf meinem Handy und dann wird die wieder ausgelagert, weil ich keinen Speicherplatz habe. Und dann habe ich immer keinen Bock, die wieder zu aktivieren. Und ja, keine Ahnung. Deswegen kriege ich dann diesen App-Vorteil. Aber 1,49, ich habe einmal die normalen mitgenommen, deswegen halte ich die auch so. Und einmal diese helleren, das sind die, die weniger süß sind. Die habe ich nämlich zuerst gesehen im Aktionsregal und dachte, es gibt nur die. Und Matteo ist das egal. Ich muss sagen, mir ist das nicht ganz so egal, weil die hier ein bisschen besser schmecken. Aber ja. Und das ist auch Erdbeere, Aprikose, Banane, also die gleichen Sorten. Da gab es auch die Erdbeere,
Himbeere, Kirsche. Ich liebe Himbeere, aber ich liebe halt auch die beiden. Deswegen, ich bin in der Hoffnung, dass ich was abkriege. Genau, wovon ich auf jeden Fall was abkriege, weil ich es für mich gekauft habe. Rockstar habe ich gesehen in einer fancy Verpackung. Ich finde es richtig hübsch optisch. Ich mag diese Farben total gerne, außer das Gelbe. Raspberry. Und ich bin Raspberry-Fan durch und durch. Und 88 Cent haben die gekostet, deswegen durften die mit. Wenn ich meine Weiterbildung habe, dann trinke ich abends gerne ein. Nur bis 20 Uhr. Danach wird nichts mehr gegessen oder Zuckerhaltiges getrunken, ne? Dann habe ich einmal Milka Tender mitgenommen, 1,89 glaube ich, für Mirko, für die Arbeit. Immer mal so, ne, um ihm einen mitzugeben. Und für mich. Und deine Cornflakes. Noch ein paar Cornflakes kannst du essen. Die sind alle noch da. Vielleicht geht das Geschrei wieder los. Dann habe ich hier diese Milka Strawberry Dinger für mich mitgenommen. Finde ich nämlich sehr, sehr lecker. Und ab und zu mal ein Getränk, klar. Genau. Dann habe ich Handschuhe mitgenommen. Das ist ein Zweier-Set. Und zwar sind die hier rot. Und die hier haben so ein... Was? Muschel. Muschel? Sieht das aus wie eine Muschel? Ja. Die Smacks sehen für ihn aus wie Muscheln, aber das ja, passt ja auch. Genau, und dann dieses Set gab es in verschiedenen Größen. Ich habe die anprobiert, also ich habe meine Hand da so reingesteckt. Die hier fand ich ganz gut, die anderen waren ein bisschen zu groß. Ich glaube 3,99 für zwei Stück. Richtig guter Kurs. Ich hätte immer noch mehr mitnehmen sollen eigentlich. Genau, dann habe ich einen 6er-Träger Almdudler mitgenommen. Gab es auch in Light, aber ich wusste nicht, ob meine Leute Light mögen. Und außer mir mag hier jeder Almdudler. Und dann habe ich für mich, aber wahrscheinlich werden die anderen das auch alle trinken, Eistee von Fanna in Pfirsich mitgenommen, auch in 6 Stück. Bist du fertig? Ja. Auch 6 Stück, die waren nämlich im Angebot für 1,11 Euro. Und ich glaube, Almdudler war auch für 1,11 Euro. Nein, mein Schatz, jetzt hattest du schon 2 Fruchtriegel, mehr gibt's nicht. Und du hattest schon eine Schokolade. Du kannst noch mehr Weintraube haben? Nein. Nein, schade. Schade. Ein Pudding? Ja, wollen wir gleich mal einen probieren? Wollen wir gleich mal gucken, wie der schmeckt? Ach, ich nicht? Das ist gemein, ne? Seht ihr, wie verfressen der ist? Hat nachmittags immer noch mal so ein Fressspiel. Ich mach mal einen ab hier, okay? Ich mach mal einen von diesen hier ab, dann kann ich die nämlich auch noch mal probieren, ne? Diese von den Hellen. Hier, den mache ich schon mal ab und du holst einen Löffel raus. Nein, den! Wie nein, den? Nicht den. Okay. Dann hol mal einen Löffel, dann kannst du dir eine aussuchen gleich. Dieses Alter. Wie gesagt, ich habe den Fruchtriegel vorher durchgebrochen. Hier war ein Tobsuchtsanfall. Ich habe ihm mir beide Hälften gegeben, haben ihm auch erklärt, wie cool das ist, wenn man zwei hat. War ihm egal. Dann habe ich hier diese Milk Chuck Bites mitgenommen. Die, Nein, hier sind Löffel, mein Schatz. Die finden wir alle ganz lecker eigentlich. Deswegen, ja. Aber diese hat diese hellblaue Packung mit Gelb. Da gibt es diverse verschiedene. Und wir haben diese. Und als allerletztes, oh, ein cooler Löffel mit einem Totenkopf. Purple Flakes. Die von Lidl sind am allerbesten. Ja! Ein Pirat, genau. Ich glaube, wir haben auch keine mehr davon, weil die sind mit besonders viel Zucker. Und sind nicht so langweilig. Ahoi, 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 ahoi. Wir haben auch mal welche gekauft, die keinen Zucker hatten. Bin ich ein Pirat? du kannst schon mal einen Pudding aussuchen. Wenn du diesen nicht möchtest, möchtest du vielleicht diesen oder diesen? Okay, keine Ahnung, was ich noch sagen wollte. Bla bla bla, ich beende das Video an dieser Stelle. Oder ich packe noch mehr. Ich glaube, aber mehr kaufe ich nicht ein, die Sorge. Weiß ich noch nicht genau. Ich beende das Video. Es wird ein folgendes Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Falls ich da noch was anfüge, dann füge ich das hier hinten an. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Macht's gut und tschüss.